aber ein Ort, an dem der Toten gedacht wird. Es kann eine Gedenkstätte sein. Ich habe außerdem große Türen gesehen. Darf ich mal sehen? Klar. Ich habe die Türen gezeichnet. Wissen Sie, was für Türen? Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall zu groß für ein Haus. Vielleicht ein großes Tor? Nein, es waren hölzerne Türen, glaube ich. Der Traum ging weiter mit Menschen, die Blumen gepflanzt haben, und zwar Stiefmütterchen. In England nennen wir diese Blumen auch Flags. Mein Traum könnte also sowohl auf die Pflanze hindeuten, auf Stiefmütterchen, aber auch auf echte Flaggen. Weil Sie von dem Wort geträumt haben? Weil ich von einer Blume geträumt habe, die man Flag nennt. Wie ist Ihr Gefühl heute? Also, ich kann den Ort nicht benennen, aber ich wäre nicht überrascht, wenn es sich um eine Gedenkstätte handelt, wo man der Toten gedenkt. Insa und Chris treffen wieder Thomas Hari, um per Zufall das heutige Ziel auszuwählen. Die zweite und letzte Chance für Chris Robinson, uns von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Die Fahrt ist relativ kurz. Das Ziel nur wenige Kilometer von Chris' Apartment House entfernt. Der Kölnische Park im Berliner Bezirk Mitte. Insa und Chris treffen wieder Thomas Hari, um per Zufall das heutige Ziel auszuwählen. Die zweite und letzte Chance für Chris Robinson, uns von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Die Fahrt ist relativ kurz. Das Ziel nur wenige Kilometer von Chris' Apartment House entfernt. Der Kölnische Park im Berliner Bezirk Mitte. Gleich am Eingang eine Statue, ein Denkmal. Wer ist der Mann? Ein Maler, der um 1900 in Berlin lebte. Er ist sehr berühmt in Deutschland. Sein Name ist Heinrich Zille. Ist das ein Denkmal für ihn? Ja. Ein Denkmal für ihn. Ist das eine Kirche? Direkt neben der Statue der nächste Hinweis. Ein Gebäude, das tatsächlich eine Kirche zu sein scheint. Sieht das nicht aus wie meine Zeichnung? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was das ist. Da ist etwas in der Mitte, ein Quadrat, lang und dünn. Ein seltsamer Apparat vor dem Gebäude. Er sieht exakt so aus wie das, was Chris gezeichnet hat.
ohne zu wissen, was es darstellt. Das ist die Musik. Meine klassische Musik. Keine Ahnung, was die da auf Deutsch singen, aber das ist sie. Okay. Wo sonst gibt es hier einen öffentlichen Platz, an dem so etwas gespielt wird? Das stammt aus der DDR. Propagandamusik. Propagandamusik? Am Haupteingang warten weitere Überraschungen. Das ist übrigens das Märkische Museum. Mittlerweile ist es ein Museum? Nein, ich glaube, es war immer eins. Das war nie eine Kirche? Was ist mit dem Tor? Also die Tür ist oben gerundet. Wie in Chris' Traumbeschreibung. Eine Tür mit zwei Flügeln, oben abgerundet, aus Holz. Kein Tor, aber auch keine gewöhnliche Haustür. Was denken Sie? Ich weiß nicht. Also, hier gibt es Aufzeichnungen. Wahrscheinlich mehr als in einer Kirche. Es wird Musik gespielt. Und das Gebäude sieht aus wie eine Kirche. Auch wenn es keine ist. Wieder gibt auch die Psychologin Dr. Holzinger ihr Urteil ab. Ihre Analyse ergibt, Chris hat an diesem Tag 4 Treffer erzielen können. Die große Holztür. 4 Vorhersagen, 4 Treffer. Bedeutet das, dass er den richtigen Ort vorhergesehen hat? Ich meine, diese 4 Treffer sind schon beeindruckend, nicht? Also er hat die richtige Musik geträumt, die zum Ort gehört. Er hat von einer Kirche gesprochen, von einem Denkmal und von großen Türen. Und es gibt auch noch 3 weitere Nebentreffer. Hier hat er von Fahnen gesprochen und diese Fahnen gehören zu den Botschaften, die auch an diesem Ort sich befinden. Direkt gegenüber 2 Botschaften, die Brasiliens und die Angolas. Und er hat auch von einem Archiv gesprochen. Eine passende Umschreibung für ein Museum. Und von Toten. Und hier sind tatsächlich auch 2 Tote aus der Steinzeit begraben. Würden Sie so weit gehen und sagen, das ist der Beweis, Chris Robinson träumt die Zukunft? Was wir im Experiment gesehen haben, ist, dass er die Orte nicht benennen kann. Also er kann sozusagen keinen Sinn aus diesen Bildern, die er geträumt hat, ziehen. Aber die Bilder suggerieren, dass sie mit den Orten oder mit Bildern dieser Orte übereinstimmen. Kann Chris Robinson tatsächlich in die Zukunft träumen? In 20 Jahren Traumforschung hat er immer wieder durch spektakuläre Voraussagen auf sich aufmerksam gemacht. Vorausgesetzt, er oder ein anderer konnte seine Träume richtig interpretieren. Unser Experiment hat genau das gezeigt. Seine Träume sind voll von geheimnisvollen Bildern, Menschen, Symbolen, die erst gedeutet werden müssen. Dann aber hat er eine erstaunliche Trefferquote. Chris Robinson hat die Orte, an die wir ihn geführt haben, nicht exakt vorhergesehen. Und doch, er hat uns verblüfft. Er hat Dinge geträumt, die er unmöglich vorher wissen konnte. Spezielle Details, die wir an den Orten wiedergefunden haben. Es könnte also auch sein, dass Sie im Traum Bilder unserer Zukunft sehen. Vielleicht fehlt Ihnen ja nur die Fähigkeit, die Bilder zu erkennen und richtig zu deuten. Chris Robinson scheint da schon einen Schritt weiter zu sein. Die Galileo Mystery Hörbücher. Jetzt im Handel erhältlich.